ist unser Adventkalender. In der Steinbockschachtel. Wir erzählen die Geschichte von Jesus. Maria hört, was ihr der Engel Gottes verkündet. Danach macht sie sich auf, um ihre Cousine Elisabeth zu besuchen. Auch Elisabeth bekommt ein Kind. Sein Vater gibt ihm den Namen Johannes. Lange Jahre lebt Johannes in der Wüste. Josef bricht mit Maria nach Bethlehem auf. Aber sie finden dort keine Unterkunft. Jesus wird in einem Stall geboren. In der Nähe lagern Hirten. Ihnen erscheint ein Engel. Die Hirten gehen zur Krippe. In Jerusalem melden sich Sterndeuter beim König Herodes an. Sie folgen einem besonderen Stern, der sie zur Krippe führt. Die Sterndeuter verehren das Kind und bringen ihm Geschenke, Weihrauch, Myrrhe und Gold. Josef erhält im Traum die Aufforderung, nach Ägypten zu fliehen. Menschen klagen und weinen, weil Herodes ihre Kinder ermorden ließ. Josef aber ist mit seiner Familie geflohen. Erst nach dem Tod von Herodes kehren Josef, Maria und Jesus nach Nazareth zurück.